Hallo und herzlich willkommen zu den Experimentierwochen hier bei Gardehol. Ich bin mal sehr gespannt. Wir haben mal wieder eingeteilt, dass hier die Helfer Fütterungen und Co. vornehmen sollten. Wir haben den 20.10. Das heißt, wir würden jetzt erst noch mal 5 Tage pennen oder so, um zu gucken, ob es überhaupt funktioniert. Und wir sehen, bei Matthias wird das Futter weniger. Aber es wurde aufgefüllt. Der Helfer macht also, was er soll. So wie es aussieht, BGA befüllen wird auch befüllt. Und dort in eben selbiger könnten wir möglicherweise jetzt schon sehen, dass, genau, das ganze Silo ist schon wieder drin. Die BGA ist also sehr schnell, das hier auch zu verarbeiten, weil wir haben gar nicht so viel geholt. Und wir werden insgesamt mit der ganzen Chose verdienen, das ist immer noch reingefüllt. Ach, ich glaube, man sieht das nur, wenn er gerade voll ist. Und die BGA-Abrechnung kommt ja dann, wenn der Monat rum ist, ne? Genau. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal 5 Tage vorspulen. Wir gucken natürlich hier 67, es wird langsam spannend. Wir wissen aber, dem Matthias geht's gut und Alessio auch. Das ist ja die Hauptsache. So, das heißt, jetzt müsste gleich die BGA-Abrechnung kommen. Wow, hab ich ja wieder toll hingekriegt hier. Fütteraufgabe fertig, BGA fertig. Oh, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht irgendwie. Ich bin gespannt. So, wir gucken mal kurz nach dem Matthias, ob es dem gut geht. Ja, dem geht's gut. Was mich dabei immer irritiert, ist, dass er aus dem Silo nichts rausnimmt. Scheinbar. Auch das würde ich gerne mal kurz kontrollieren. So. Und eigentlich nimmt er auch nur die Felder, die schon aufgedeckt sind. Wir sind bei 34.000. Okay, Leute, jetzt bin ich gespannt. Eine Nacht schlafen. Oder drei oder so. Okay, so, da haben wir jetzt 5 Meldungen. Also, da ist bei Zahltag. Oh. Wo ist denn das Geld aus der BGA hin? Mein Haupteinkommen, das geht nicht. Wir haben das ganze Feld haben wir angepflanzt, in der Hoffnung, dass wir da BGA-Verkäufe haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie, was machen wir denn jetzt? Wenn das nicht funktioniert, dann dürfen wir auch nicht häckseln. Da geht ja alles weg. Und überhaupt. 70. Ja, da bin ich jetzt aber gerade. Habe ich das. Zahltag von der BGA ist doch direkt, ne? Wir gucken mal in den Statistiken, die weiß Gott wo waren. Wo waren denn die? Kalender, Finanzen, da wo der Geldschein, ne? Kann man sich ja. Bank. Saldo. Letzter aktueller Monat heute. Aber ich hätte gerne den letzten Monat. Angestellte kosten 2000. Einnahmen haben wir natürlich keine. Tja, dann müssen wir bald mal unser Getreide verkaufen, ne? Die Dinger hat er voll gemacht. Ja, jetzt bin ich aber echt verwirrt. Oder ist es gerade irgendwie verbuggt gewesen?
wäre aber ein Problem, weil wir jetzt unser gesamtes Geld darauf gesetzt haben, dass wir das schöne BGR verarbeiten können, ne? Gut, wir gucken mal. Wir lassen nochmal 15 Tage vorlaufen. Ja, das wäre nicht so schön. So, jetzt wird es auch langsam Zeit, dass wir das Getreide mal verkaufen. Und der schaufelt immer weiter, obwohl es nichts mehr zu schaufeln gibt. So, folgende Geschichte. Dem Matthias geht's, glaube ich, gut, ne? Ja, dem geht's gut. Das heißt, den können wir hier allein lassen. Der ist schön gefüttert. Wie das mit lieben Tieren so sein muss. Dann machen wir mal hier die... Machen wir einmal hier die Getreideverkaufsaktion. Also das ist ja jetzt echt wirklich, wirklich, wirklich bedenklich, muss ich sagen. Finanziell natürlich. Huch. Weil, wenn das so bleibt, dann haben wir gelitten. Was machen wir denn dann? Das ist mir gerade wirklich nicht so ganz klar. Ja, jetzt müssen wir erstmal hier abladen. Schmeißen mal einfach den Müll hier in dieses Silo rein. Dieses Silo wird auch nicht leerer. Also irgendwas ist hier komisch. Ich glaube, ich habe den Spielstand kaputt gemacht. Das ist ja noch ein Spielstand von weit vor dem Patch und so. Man lernt eigentlich in all den Jahren, das gehört zu den Dingen, die man nicht tun sollte. Gut, aber das Getreide kannst du ja jetzt rausholen. Jetzt sind hier schon extra Wege und ich war trotzdem bei der Wiese. Das wird wieder ganz, 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 ganz bitter, böse, traurige Menschen hervorrufen, deren Leben jetzt keinen Sinn mehr hat, weil sie einem anderen Menschen, der Computerspiele spielt, im Internet dabei zuschauen und wenn er über eine virtuelle Wiese fährt, die Welt zusammenbricht. So, beladen, huch. 10.000. Und dann verkaufen wir das. Hier oben am Hafen. Kommen wir da irgendwie hin? Wieso? Er will keine Punkte mehr setzen. Ich glaube, ich habe das Spielstand kaputt gemacht. Oh Mann. Ja, was machen wir, wenn... Ja, was machen wir denn, wenn das mit der BGA nicht geht? Wir können natürlich die BGA dann auffüllen und dann erstmal nicht verkaufen. Aber wir haben ein Riesenkapital gebunden. Das Feld ist ja so groß, ne? Uff. Einfach nur uff. Ja, Sie sehen mich gerade ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt, liebe Zuschauer draußen an den Empfangsgeräten. Huch. Aber gut, dass ich die Kollisionen ausgeschaltet habe. Ja, das ist so eingestellt, deswegen passiert das. Teilweise zumindest. Das muss man immer dazu sagen. Es gibt ja Leute, die sonst anfangen zu krähen. Ah, das Spiel nimmt das Kollision, vernünftige. So, pass auf. Hier. So geht's. Dann let go. Bin trotzdem so ein bisschen beunruhigt. Nicht, dass wir jetzt ein neues Savecam anfangen müssen. Weil dann müsste ich das alles wieder nachstellen, was wir bis jetzt gemacht haben. Also die Maschinen nachkaufen, die Felder nachkaufen, ne, den Geldstand irgendwie passend anpassen. So, wir sind bei... Okay, guck mal, hier nimmt doch was raus. Also das, hier passt es. Ja, er nimmt was raus und macht und tut.
aber das hier verwirrt mich doch. Musste da der Bunkerdeckel auf sein? Und was habe ich da falsch gemacht? Ja, und ich hätte gerne die Möglichkeit, wirklich zu sehen, was jetzt an vorher vorangegangenen Tagen sozusagen passiert ist. Also Verkauf oder so. Aber das wird im Kalender nicht eingetragen. Aber ich denke mal, vielleicht möglicherweise. Hier ist auch nochmal eine Anzeige. Das kann man, wird vielleicht demnächst auch nochmal anders. Dass man da vielleicht auch noch feiner oder gröber einstellen kann. Ja. So, und in den hier gehen 19.000 Liter rein. Was ich da auch noch gucken wollte, ist, ob es vielleicht Sinn macht, bei den Maschinen weil hier gehen 35.000 rein, das soll man mit dem häckseln. Oder mit zwei Abfahrern häckseln, wie geil wäre das denn? Schaffen wir nur eventuell in dieser Folge nicht mehr, meine Güte. 75. Doch, das schaffen wir noch, ne? Also, dann würde ich das am Ende dieser Folge mit euch gemeinsam einrichten, dass wir mit zwei Abfahrern und einem Häcksler dieses Riesenfeld da ernten. Dann machen wir die BGA voll. Ich kann es ja nicht ändern. Und dann müssen wir gucken, wie wir aus der Nummer wieder rauskommen. Da fällt mir gerade nämlich auch nichts ein. So. Jetzt muss ich wenigstens das hier lohnen. Wir haben jetzt extra auf den Winter gewartet für bessere Preise. Na guck. Immerhin sind wir nicht ganz pleite. Ja, wir könnten natürlich auch einen Kredit aufnehmen, aber ihr kennt mich ja schon. Das will er nicht. Gut, das hat uns nochmal so gerade das Pfötchen gerettet. Dann soll er mal dahin fahren. Und tja, hier bin ich doch wirklich nachhaltig irritiert. Und mit dem hier können wir auch schon mal rüberfahren. Gut, Ladung verkauft, sagte, aber er sagt dann nicht, wie viel. Wir müssen gar nicht hier rüberfahren, ne? Das macht das Spiel ja von alleine. Also, so viel zum Thema, ja, von dem dicken BGA-Gewinn und dem Getreide. Da holen wir uns dann ein neues Schneidwerk und jetzt haben wir nichts gekriegt dafür. Uff. Das war so nicht geplant. So, wir machen mal hier aus. Und hier aus. Gut. Und dann könnten wir theoretisch... Nee, wir können nicht loslegen, weil natürlich in dem Ladewagen ist ja noch Stuff drin. So, warte mal. Wir machen mal den ab. Oh, so viel zu tun, ey. So, warte mal, aus. Dann gibt das halt heute wieder eine extra lange Folge. Für dich, den besten Zuschauer der Welt. So.
Das war ja eigentlich das Futter, das leckere Futter für den Matthias. Aber der ist ja jetzt erstmal satt. Und wird fleißig gefüttert. Und das heißt, wir können das hier mal einfach wieder da hinten reinkippen. Hallo? Ich glaube, das Ding hängt zu tief. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber ich bin mir ziemlich sicher. So. Huch. So. Ja, und da bin ich mal gespannt, wie das Abfahrerballett dann funktioniert. Aber ich bin sicher. Also wie gesagt, ich hatte jetzt bei dem Versuch offscreen sozusagen ging es perfekt. Ist ja häufig so. Und ich würde sagen, wir lassen nochmal 15 Tage nochmal vorlaufen. Und dann werde ich auch mal, während das kann ja dann also automatisch laufen, ich auch mal gucken, ob es da bekannte Fehler gibt, dass die BGA nicht das Geld rausspuckt. Gut, es waren eh nur 5000, ne? Aber da wir ja jetzt die große Ladung hier sozusagen machen, sollte das dann schon hinhauen, finde ich. Ja, wieder Zahltag. Achso, das war für Angestellte. Tja, keine Ahnung. Okay, Leute, wenn es jetzt klappt, dann klappt es. Wir schauen mal. 80, komm, dann müssen wir noch. Pennen wir noch 3 Tage, dann sind wir 85 oder so, keine Ahnung. Und dann werden wir es probieren. Ein Häcksler, 2 Abfahrer, 1 Kettle und Cops und meine Nerven. Und wir werden nur mal kurz reinschauen und dann lasse ich das automatisch laufen. Und ja, ich muss den BGA-Fehler finden, sonst kommen wir hier nicht weiter. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht los. Neue Aufgabe. Da machen wir auch sofort eine Fort. Oh, die Musik passt doch gerade. Da, 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 da. Okay. Ach, wir haben keinen Fahrer dafür. Wir müssen einen weiteren Fahrer einstellen, ne? Oh nein. Ach, guck mal, der Zwillingsbruder vom Jonas. Dann nehmen wir mal die Bianca. So. Was soll der Geiz? Hier, wenn dann richtig. Neue Aufgabe. Das Problem ist, wir haben die Fahrer jetzt nicht, weil die beim Füttern eingeteilt sind, ne? Oder? Ja, der eine ist beim Füttern eingeteilt. Das heißt, wir müssen den mal eben rausnehmen. So. Ist immer noch nicht verfügbar. Da müssen wir nach der Ernte den Fütterjob nochmal neu einstellen. Dürfen wir nur nicht vergessen, sonst verhungert der arme Matthias wieder. So. Nochmal jetzt. Alle guten Dinge sind ja 3. Los geht's. Ernte. Der Jonas darf heute mal den Häcksler fahren. Und zwar mit dem. Ne, mit dem, ne? Genau. So, zack. Und dann jener. Und jener. Dann Abfahrer Nummer 1. Der Martin. Der bekommt den großen. Und den. Und die
Bianca bekommt den MB-Truck und den Cargos. Oh, ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Okay, das Ganze bitte in BGA 3 entladen. Oh Gott. Sofort starten. Oh nein, sollen wir das wirklich machen? Oh, meine Nerven. Was glaubt ihr, was die alles... Komm, wir machen's. Bewährungsprobe. Nummer 1. Ich habe mich immer so weit aus dem Fenster gelehnt. Jetzt muss das klappen hier. Jetzt muss... Ach, ich bin so ein bisschen aufgeregt gerade. Guck mal, da oben kommt der andere. Das sieht schon mal gut aus. Hier, der erste Abfahrer wartet in der Bucht. Oh, oh, oh. Ja, und wenn du glaubst, du kannst den Helfer besser einstellen und besser einschätzen als ich, Link in der Videobeschreibung, kannst du sofort selber loslegen, meinen Kanal megamäßig unterstützen. Vielen Dank dafür. Und jetzt geht's los und er macht eine Mischung aus Häckseln und Nicht-Häckseln, würde ich sagen. Auf jeden Fall fährt er einfach weiter, wenn... Kann es sein, dass das gerade vorne nicht nach unten geklappt ist? Ah, das ist wieder dieses Hydraulikproblem. Das, die eine Animation ist schon da, die andere nicht so. Jetzt müsste es richtig sein. Ah, oder? Jetzt der vordere hoch. Seht ihr, was ich meine? Der klappt nicht beide runter. Vielleicht, weil es keine Originalmaschine ist, ich weiß nicht. Also das müssten wir jetzt noch irgendwie hinkriegen, dann wird es wahrscheinlich funktionieren. Wir müssen es separat schalten können. Können wir aber nicht, ne? Das heißt, wir müssen das irgendwie so abfangen. Dass beide unten sind. Und der Fallende, der wartet jetzt nicht, weil er natürlich überall durchfährt einfach. Seht ihr das? Jetzt geht er hinten hoch und vorne runter. Warte mal, was ist denn, wenn wir... So, jetzt sind beide oben. Nein. Jetzt war es gerade fast richtig, aber ich habe abgebrochen. So, nochmal. Jetzt sind beide unten, ne? Jetzt ist richtig. Okay. Oh, Leute. Kommen wir mal eine extra lange Folge, weil ihr seid. Bleibt der Helfer? Ah, seht ihr? Jetzt kommt er. Aber eine Bahn haben wir jetzt versaut. Jetzt hat er wieder angehoben, oder? Ah. Nee, hat er nicht. Jetzt passt's. Ja, dieses Hinterherfahren ist immer noch suboptimal.
Dann dürfte der ruhig näher rankommen. Aber was ich ja eigentlich zeigen wollte, ist ja, dass wenn der eine voll ist, dass der andere dann automatisch kommt und der eine fährt weg. Das dauert nur einen kleinen Moment. So, wie ist es jetzt beim Anheben? Jetzt hebt er hoffentlich beide an. Nee, hebt nur den vorderen an. Ist aber wurscht, ne? So wäre es auch okay. So, dann gibt er wieder Stoff. Und jetzt lässt dann wieder rollen. Ja, so passt es. So, nur warten, bis er kommt. Er wartet. Oh, ist ja spannend. Ja, er fährt schönes Getreide, sehr gut. Das könnte ein Garderol sein, original. So, wie weit ist er denn? Ah, er braucht noch ein bisschen. Ah, dieses Riesenfeld, wenn das jetzt automatisch funktioniert, ist natürlich richtig cool. Und da muss ich nur noch rausfinden, warum wir bei der GmbH gar nichts bekommen haben. Aber es funktioniert. So, und das ist übrigens auch eine Sache, die ich vielleicht nochmal kurz erklären kann an dieser Stelle. Er fährt jetzt hier, der Abfahrer hier hinten fährt jetzt hinter uns her, weil er nicht neben uns fahren will. Und damit, also ich könnte jetzt theoretisch auch veranlassen, wenn ich das jetzt mit dem Skript machen würde, dass der Abfahrer, dass der Drescher hier mitten durchs Feld fährt. Auch dann würde der Abfahrer automatisch erkennen, oh, ich fahre gerade mitten durchs Feld, rechts und links ist Frucht. Ich muss jetzt mitten hinter dem herfahren und darf nicht rechts vorbeifahren. Sobald er hier 1, 2, 3 Vorgewendebahnen gemacht hat, fährt er dann neben uns. Und dann hört das ganze Bremsen auf und Warten auf den anderen und so, das hört dann auch auf. Und dann fährt er automatisch und macht das. Da kommt er wieder angeflitzt. Und jetzt ist gleich der wirklich spannende Moment, wo er das Wasser lässt. Ich weiß natürlich nicht, ob der Klaas, der Mod, Ladewagen, das auch alles gepasst bekommt. Aber normalerweise wäre es jetzt so, in einer idealen Welt wäre es gleich folgendermaßen. Wir haben das ja jetzt eingestellt mit zwei Abfahrern, mit einem Drescher, mit zwei Abfahrern. Der erkennt jetzt gleich, wann der voll ist. Ich weiß gar nicht, warum wir das hier jetzt gerade nicht sehen können. Weil wir zu weit wegfahren. Okay, pass auf, fängt gleich an zu hupen. Nee. 50% noch. 60. Der fährt den jetzt aus dem Weg, ne, weil wir gleich da reinbrettern würden. Macht sich schon mal bereit, den hier gleich abzulösen. Der hier fängt dann an zu hupen, damit der andere weiß, ey, pass auf, ich wechsle gleich. Dann fährt der zur BGA, lädt ab und dann kommt der andere und in den passen 35.000 rein. Der kann ein bisschen länger hinter uns herfahren. Ja, wenn das funktionieren würde, das wäre echt top. Ich bin gespannt. So, 70, 79, 80%. Oh, oh, oh. Also, auf dieser Bahn wird es gleich passieren. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Wir schauen mal. Das ist natürlich blöd jetzt, dass es mit dem Anheben, Absenken nicht richtig geklappt hat hier. Eventuell erkennt er deshalb jetzt nicht, dass er da schon eine Fahrstraße haben müsste. So, und ihr seht, der andere Abfahrer hat sich jetzt schon eingereiht da hinten. Seht ihr? Ist das cool? Ist das eine extra lange Folge wert? Ich würde sagen, ja. Okay, er kann sich nicht entscheiden. Oh, jetzt, er hupt. Wir kriegen eine Fehlermeldung, er hupt, alles gut. Nee, keine Fehlermeldung, nur Bonus. Und jetzt. Er ist voll, schert aus. Der andere Helfer kommt rangefahren. Und übernimmt. So, wie es sein sollte. Der andere fährt zur BGA, lädt ab, kommt zurück, wartet, bis der voll ist. Und so weiter.
Genau so muss das funktionieren. Und wir haben das jetzt wirklich rein über das Spielmenü. Einfach nur, indem wir gesagt haben, zwei Abfahrer. Und das Spiel, das ist automatisch selber erkannt und macht es. Ja. Ich würde sagen, hervorragend. Ich lasse das jetzt mal ein bisschen laufen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, dann mit einer proppevollen BGA und vielleicht einer Lösung dessen, was da passiert ist. Bin gespannt, wie ich das rausfinde. Und dann werde ich euch berichten, ob das geklappt hat. Im Moment sieht das ganz gut aus. Und sagt bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen. Und auf Wiedersehen. Und extra lange Folge, Daumen nach oben, würde ich mich freuen. Und extra lange Kommentare, ne? Übrigens, Zuschauer auf Gardero Plus haben das natürlich schon lange gesehen. Aber das wisst ihr ja schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.